Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Supermarkt Simulator. Meine Damen und Herren, wir haben in der letzten Folge mehr als erfolgreich die Klamotten in unserem Supermarkt integriert und heute geht es in Richtung Gaming. Dementsprechend werden wir jetzt direkt mal hier ein bisschen was einkaufen. Hier, die Lager müssen wieder aufgefüllt werden, 230 Artikel, sehr, sehr gut. Wir brauchen jetzt aber Elektronik, Computer. Wir brauchen hier die guten Gaming-Computer. Wer sieht denn am krassesten aus? Die hier. Junge, 3.500 Euro. Die sehen wirklich nice aus. Schön mit LEDs. Muss ich ja zugeben, war ich früher echt kein großer Fan von. Aber mittlerweile feiere ich das eigentlich. Wenn man es sich zu krass übertreibt. Oh, wie viele kaufen wir? Wir machen erstmal ein bisschen langsam. 10 Stück hiervon. Okay, nee, oh Gott. Nee, so viele kann ich gar nicht. Warte mal, 5? Alter, 52.000 Euro. Ah, nee, Dollar sind das ja. Aber egal. Wir hauen es raus, Leute. Wir hauen es raus. Artikel bestellen. Computerausrüstung. Ja, so eine passende Maus, eine Gaming-Maus. Nee, ach komm, Alter. Gaming-Mäuse brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir brauchen hier die Computer. Gehen wir direkt mal hier loggerfloggig ran an die Buletten. Oh, wir müssen auch noch in Sachen Marketing aufrüsten. Ja, abschließende Zahlung. Danke für die 7.000. 7.000? Junge, du weißt nicht mal, was Zahlen sind, Junge. Es waren 9.700. Es tut mir leid. Keine Ahnung, warum mein Gehirn gedacht hat, dass es 7.000 sind. Oh, hier muss aber ein bisschen Nachschub. Hier sind Lücken in den Regalen. Oh, guckt euch das an. Oh, warte mal, hier? Was ist das denn? Haben wir das noch nie aufgefüllt? Ah, krass, das war ausverkauft. Hier, auch der Freedom... Oh, der Freedom Squad Merch. Der ist da. Schmahamas, Team Edgar. Muss hier alles aufgefüllt werden. Ah, oh, der Alu-Merch. Zack, auch aufgefüllt. Oh, das Design war auch beliebt. So, darum soll es jetzt aber auch gar nicht gehen. Wir brauchen hier vorne einmal Elektronik, Computer. Was nehmen wir denn da am besten? Ich glaube, einfach so ein großer Tisch. Das erinnert mich nämlich so ein bisschen an Apple. Wir gehen... Ah, warte mal, guck mal, das ist doch ganz geil. Wir gehen hier so ein bisschen hier in das Zweierlei-Design rein. So, und dann klatschen wir... Oh, warte, ich muss jetzt zum Lager. Mann, jetzt bin ich hier selber in meinem komischen Karussell gefangen. Ha! Guten Morgen, hallo! Okay, bleib nicht mal stehen, um mir Hallo zu sagen. Abgehoben. Richtig abgehoben, der Typ. Kaum hat er seinen eigenen Merch da, denkt er, wäre hier irgendwas Besseres. Obwohl, den gibt's ja schon ein bisschen länger. Oh, jetzt haben wir hier aber auch wieder ein bisschen Dosenfutter. Und das Mehl. Das ist beliebt, das ist natürlich klar. Das war ja auch tatsächlich in vielen Lebensmittelläden einfach ausverkauft. Ey, ich freue mich schon so auf das Toilettenpapier. Leute, da werden wir schön Preisaufschlag. Es gibt ja wirklich Läden, die haben dann echt Reibach gemacht mit Toilettenpapier und so Desinfektionsmittel. Also die es dann wirklich zu ekelhaften Preisen angeboten haben, wo man schon fast vom Wucher sprechen könnte. So, jetzt gucken wir mal. El Computer. Oh, wir haben die noch auf Lager. Guck mal, von früher. Haben wir noch die Pearl Easies. Jo, okay, ja, warte mal. Wir packen hier zwei drauf. Ach, das Ding ist viel zu groß. Sehr gut. Dann packe ich noch mal ein paar Pearl Easies hier rein. Das müssen wir aber noch mal ein bisschen überarbeiten. Hier will ich wirklich nur die Pearl Easies. Die weiße Farbe geht ja durch. Aber wer von euch würde sich so ein Türkis holen? Nee. Also in Weiß sieht es richtig edel aus. Hallo! Hallo, hier sind Leute, die brauchen Hilfe. Hallo, nimmt einer. Mann, ja, warte, ich helfe ihnen. Nee, warte, ich helfe dir. Was willst du? Was können Sie mir über das Sortiment sagen? Ja, Computer. Sehr interessant. Nee, warte, Computers. Ich habe eins zu Hause. Ja, schön für dich. Ich weiß nicht, was ich hier drücke, Leute. Hier, das hat sich alles verändert. Ich glaube nicht. Wie, ich glaube nicht? Ja, dann geh doch. Boah, Alter, was ist denn hier los? Leute, hier muss aufgefüllt werden. Ich habe das Gefühl, wir brauchen mehr... Achso, die gibt's gar nicht mehr. Die Sachen sind schon komplett ausverkauft. Ey, wir müssen unser Lager aufstocken. Guck mal hier. Wir haben echt... Ich kann da nicht mehr Sachen hinzufügen, weil die halt einfach im Lager nicht da sind. Also ich muss sagen, ich glaube, wir haben hier eine Goldgrube eröffnet. Wie sieht's aus mit Klamotten? Oh, was ist denn jetzt los? Wer pfeift? Achso, Gary ist doch da. Oh, hier. Leute, ihr müsst dann aber auch Schluss machen. Also die Kasse dicht. Haben wir schon Computer verkauft? Ich sehe das nicht so genau, weil das sind wirklich die Moneymaker. Oh, da vorne will ich... Hallo! Hör auf mit Pause! Da vorne, geht doch mal bitte jemand zu dem... Oh. Boy, guck mal, jetzt sind drei Kassen sind jetzt am Laufen. Und hier, Monietos läuft. Schätze ich mal. Zumindest, ich hoffe es. Arbeitsbereite Mitarbeiter, ja, alles gut. Oh, hier, der sollte vielleicht mal... Mach mal eine Pause, Herr Renan. Gary, mach auch mal eine Pause. Weil zwei Kassen reicht jetzt. Ey, da, hier ist richtig was los im Laden. Zwei Kassen, guckt euch das da drüben an. Oh, ich glaube, das wird ein neuer Rekord. Auch da... Boah, was? Warte mal, da muss ich kurz mal hinlaufen. Die haben ja hier komplett alles leer gemacht mit den Schuhen. Aber da müssen noch eigentlich mehr Leute da sein. Hernan, du musst mehr Nachschub machen. Da vorne hat er sich da... Oh, warte doch, der hier. Der hat doch einen Computer gekauft.
840. Sind die so günstig, die Computer? Die sind doch teurer. So, gleich ist erstmal Feierabend hier. Jetzt bin ich gespannt. Nochmal die letzten Kunden, die nochmal ein bisschen was einkaufen. Alles gut, aber jetzt ist der Store geclosed. Ich guck mal, was ich hier schnell nochmal auffüllen kann. Ne, hier sieht alles gut aus. Oh, das ist schon wieder ausverkauft. Schuhe? Ah ja, ein paar Computer haben wir verkauft. Guckt euch das an. Auch, glaube ich, einen von den Dingen. Hier die Regale, ja. Also wir müssen die Mindestbestellmenge, müssen wir, glaube ich, zum Teil erhöhen. So, einmal 6 und 7.000, das ist in Ordnung. Und Einnahmen 54.000, jawoll! Als ob! Und ich glaube nicht, dass das hauptsächlich durch die Computer gekommen ist. Weil so viele haben wir nicht verkauft. Das geht ja übertriebenst ab. Ungelesene Mails, 4 Stück, was ist denn da los? Lohn zu niedrig. Kylie, du bist doch, dich haben wir doch erst letztens eingestellt. Darius, nee, sorry da, nee, ich kriege jetzt keine Gehaltserhöhung. Ich brauche wirklich einen freien Tag. Ja, ey, Gary, ganz ehrlich, tief unterm Meer. Nimm dir hier, ich dachte, das ist eine Schnecke. So hieß doch die Schnecke bei SpongeBob, oder nicht, Gary? Ah, wir müssen aber jetzt auch die T-Shirts und so weiter da ranhauen. Obwohl, ich könnte auch einfach nochmal eine Merch... Nee, ich würde eigentlich ganz gerne da auch so ein Mindestbestellding wieder einrichten. Es sollen eigentlich immer 15 auf Lager sein. Ach, warte mal, ich bin jetzt gerade gar nicht bei diesem Mindestbestellding. Das ist jetzt nicht so smart. Ah, hier muss ich das machen. Kein Problem. So, Merch haben wir eingestellt. Schuhe. Ja, Schuhe machen wir hier auch nochmal rein. So, das sollte fürs Erste reichen. Dann können wir hier, ich mache einmal die Artikel bestellen. Ja, Mindestding. Nö, ist alles super. So, dann brauchen wir brauchen immer noch jemanden fürs Marketing. Hier, komm mal, El Marketing. Ja, toll, danke. Danke, Interview abbrechen. Kannst direkt nach Hause gehen. Die Quan, Marketing. Ach Gott, nee, ich hätte ganz gern einen besseren. Obwohl, es sei denn, du bist extrem günstig. 77... Nee, bitte bisschen. Nur ein bisschen und wir haben einen Deal. Nee, tut mir leid. Marketing? Mann, warum könnt... Ja, okay, dann werde ich euch halt selber ausbilden. So, fortsetzen. 64. Was ist denn heute mit mir und Zahlen los, Alter? Nee, ich werde jetzt nicht noch einen drauflegen. Ich brauche einen richtigen Spezialisten. Ariel, die Meerjungfrau. Komm mal jetzt her. Nix. Nee, sorry. Brauche ich nicht. Interview abbrechen. Ever. Was ist das denn für ein Name? Ever. Okay, es gibt scheinbar keine besseren. So, ever. Hier, ich gehe jetzt direkt bei dir auf 81. Bam! Wunderbar, sehr gut, wie in meinem alten Job. Ja, sehr gut. Hier, bist eingestellt. Achso, der hat jetzt, ever hat nochmal einen freien Tag. Ja, ja, weil der erstmal irgendwie ankommen muss. Nun gut, nächsten Tag beginnen. Steuern? Wieso, warum muss ich denn plötzlich steuern? Seit wann kam das denn? Oh, wer hat denn hier die Zitrone hier aufgefüllt? Eieieiei. Und die Kürbisse? Das ist ganz ehrlich, meine Leute. Alle faul. Und natürlich der Brokkoli. Ah, da kommen doch meine fleißigen Bienen. Hallo, hallo. Ja, und die ersten Kunden. Sehr gut. Zwei Mitarbeiter haben einen freien Tag. Wen haben wir denn gerade? Eine Person an der Kasse. Ansonsten hier Gina Marie und Alana. Die werde ich jetzt mal kurz ein bisschen beobachten. Gina Marie, ihr beiden, ihr kleinen, hübschen Sahneschnittchen. Mal schön auffüllen jetzt hier. Ich werde euch beobachten. Oh ja, oh, sehr gut. Okay, das funktioniert tadellos. Ich glaube, ich muss hier aber einmal ins Lager und hier ein bisschen was wegschaffen. Ja, oh, alter Schwede. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum die nicht ins Lager kommen. Also, das ist nicht versperrt. Die Leute kommen da durch. Ich glaube, wir müssen noch mehr Leute für den Verkauf einstellen. Das ist mir im letzten Tag hier aufgefallen, dass da viele Leute warnen müssen. Weil Alo wieder Pause macht. Weil hier, ihr hört das auch. Can you help me? Das bedeutet, irgendjemand braucht da immer so ein bisschen Unterstützung. Weil Montavious ist momentan, glaube ich, der Einzige auf dem Parkett. Ja, ja, das sind viele, die Hilfe brauchen. Ich brauche neue Leute. Weil der Laden ist mittlerweile auch echt groß. Das kann man nicht anders sagen. Und die Leute durch diese Schlauchform können die nicht überall sein. Da hier zum Beispiel sieht man eine Person. Boah, Alter, ist das voll. Ja, ja, hier vorne zum Beispiel. Hier, Alo. Alo, hier, die Dame. Ah, nee, das ist Montavious. Sehr gut, das ist alles gut, Alo. Boah, was? Leute, wir haben doch jetzt hier gerade zwei wieder an der Kasse. Hä, wo ist denn die zweite Person? Rosie muss doch hier gerade... Nee, Rosie, du kannst doch jetzt... Was ist denn immer bei euch los? Warum läuft die denn jetzt plötzlich weg? Alo? Alo, was machst du da vorne? Boah, 1700 gerade. Der hat auf jeden Fall einen Computer gekauft. Ja, wir müssen echt aufstocken. Da, Funk. Funk ist da vorne. Jetzt ist auch Kylie hier, aber trotzdem sind irgendwie alle bei mir. Stellt euch doch da vorne an. Bei Kylie ist doch alles leer. So, danke. Ich muss jetzt mal hier Anstellbereich schließen. Geht mal schön zu den anderen Leuten.
Ja, wir brauchen mehr Auffüller. Wir haben einfach zu viele Artikel. Also im positiven Sinne. Die kriegen das wahrscheinlich einfach alles gar nicht mehr hin. Oh, hier kann ich, ja. Genau. Nimm dir schön den letzten Artikel. Hä? Okay, warte, dann fülle ich hier irgendwas anderes auf. Was haben wir noch gut im Lager? Hier die Trikots. Stimmt, ey, wir brauchen dafür auch noch viel mehr Platz eigentlich. Ich meine, wir haben so viele Artikel. Ich weiß nicht, vielleicht das Lager verkleinern? Obwohl, hier hätten wir auch noch Platz. Hier könnten wir eigentlich auch noch ran. Oh, den müssten wir mal, warte, bisschen weiter nach hinten stellen. Ja. Oh, meine Nase juckt. Boah. So, wie sieht's gerade im Rest des Ladens aus? Viele Leute, die hier längs laufen. Obst ist gut. Hier Dosen, auch alles einigermaßen gut aufgefüllt. Hier ebenfalls. Ja doch, ey, wir sind Weltklasse aufgestellt. Aber wir müssen hier für mehr Profit, müssen wir nochmal hier ein paar Dinger ranstellen. Und vielleicht sogar, wartet mal, kann ich die Kasse? Ja, wir können sogar noch weiter nach hinten gehen. Weil die Leute kommen immer noch hier rum. So würden wir viel mehr Platz noch sparen für weitere Artikel. Weil wenn das Toilettenpapier erstmal kommt, da brauchen wir Platz, Leute. Achso, jetzt gehen hier schon wieder alle. Ja gut, schön. Ich hoffe, ihr habt alle gut eingekauft. Weil wer weiß, wie teuer das Toilettenpapier tatsächlich hier ist. Miete und Lohn. Ja, wieder so circa 13.000. Diesmal waren die Einnahmen 38.000. Nice. Okay, Leute, das war's mit der heutigen Folge. Wir konnten unseren Umsatz mehr als steigern mit unseren neuen Gaming-PCs. Wenn ihr jetzt noch Langeweile habt, gönnt euch die neueste Folge vom Podcast. Zieht euch eine Instagram-Story von mir rein. Instagram.com/Maluten. Lasst ein Like da und dann sehen wir uns schon bald bei der nächsten Folge. Hoffentlich dann mit Klopapier. Haut rein. Ciao, ciao.